Wichtigster Punkt für alle, die zuhören, bitte das nicht ausreden lassen. Wenn man was machen möchte, ist das meistens der beste Wegweiser. Jura war gar nichts für mich und so habe ich quasi nach ein paar Wochen eigentlich schon gemerkt, dass ich wechseln möchte. Und ich wollte eigentlich viel lieber Psychologie studieren, hatte mir das dann aber quasi ausreden lassen. Ja, wichtigster Punkt für alle, die zuhören, bitte das nicht ausreden lassen. Wenn man was machen möchte, ist das meistens der beste Wegweiser, was einen wirklich interessiert. Ah, okay. Und hast du hier an der Uni schon so Zusatzqualifikationen irgendwie gemacht, also irgendwelche anderen Kurse Richtung BWL, Wirtschaftswissenschaften irgendwie belegt oder sonstige Kurse gemacht? Ja, also erstmal durfte man ein Wahlpflichtfach haben aus einem anderen Bereich. Da habe ich ja bei Marion Brehm Personal, weiß gar nicht mehr, Personalwirtschaft oder so hieß das, glaube ich, gewählt. Das war super spannend für mich. Und zusätzlich war ich im Consulting-Team, also die studentische Unternehmensberatung gibt es, glaube ich, auch noch. Das hat mir geholfen und dann teilweise gab es Angebote auch vom Psychologischen Institut für, sagen wir mal, so einen Moderationsworkshop oder auch vom Consulting-Team haben wir ein paar Sachen gelernt. Aber auch ich habe einen Moderationsworkshop gemacht, so ein Konfliktmanagement-Training besucht und verschiedene andere Sachen, die einfach so quasi ein paar Zusatzqualifikationen mir gegeben haben für den Einstieg ins Arbeitsleben, sodass ich quasi nicht nur mit meinem theoretischen Diplom komme und ganz gut Statistik kann, sondern auch irgendwie ein paar Sachen, die man auch anwenden kann. Die CES ist die zentrale Einrichtung für Sprachen- und Schlüsselkompetenzen, weil heutzutage haben sie eben auch sehr viele unterschiedliche Abteilungen, eben auch Medienkompetenzen oder Projektmanagement. Wow. Und da ist eben auch für jeden Studiengang was dabei. Viele Sprachen werden auch angeboten. Und da höre ich eben auch von vielen Leuten, dass sie eben da Kurse belegen, um ihr Profil auch ein bisschen zu erweitern. Weil auch bei uns ist es so, gerade in den Literaturwissenschaften ist es eben auch hauptsächlich theoretisch. Ich kriege jetzt mit den Deadlines nicht hin, was Hausarbeiten angeht oder Lernen mit Zeitmanagement. Wo hast du immer gelernt und was waren so deine Tipps gegen, ja, es immer weiter nach hinten hinauszögern und vielleicht sich wirklich mal dran setzen? Also ich bin der schlechteste Ratgeber zu diesem Thema ever, weil ich dadurch, dass ich auch viel gearbeitet habe, dann teilweise wirklich 2 Tage vorher angefangen habe, irgendwas zu machen. Also meine wirkliche Empfehlung zu dem Thema ist, die wichtigen Sachen echt sofort machen, ne? Und alles, was man sonst noch machen will, dann einfach in Ruhe hinterher, weil ich habe dann auch häufig mich mit Freunden getroffen, schöne Sachen gemacht und aber dann immer im Hinterkopf gehabt, ich muss das noch fertig machen. Also war irgendwie dann beides nicht so cool, optimal, wie es eigentlich sich hätte anfühlen sollen. Das ist wirklich das, was mir am Ende geholfen hat, dass ich dann wirklich Dinge geplant habe. Also ich habe dann geplant, was ich wann mache, auch als es ums Thema Diplomarbeit ging, das war auch das größte Drama überhaupt. Da habe ich irgendwie ein Jahr, glaube ich, mit zugebracht. Da habe ich mir dann wirklich irgendwie Zeitslots quasi in meinem Kalender gebucht und habe mir vorher überlegt, was ich da machen muss oder wo ich da in der Sub sitze und wo ich zu Hause arbeite. Es werden wahrscheinlich auch viele Leute zusehen, die sich demnächst auf was bewerben müssen, die zu Bewerbungsgesprächen gehen, die eingestellt werden wollen. Worauf kommt es denn am meisten an? Was würdest du sagen, nach welchen Kriterien werden die meisten Leute eingestellt? Denn ich habe gestern mich eben mal durchs Internet geklickt und dann schaut man sich immer doch nochmal Stellenangebote an oder was in Frage käme. Und plötzlich bin ich auf ein Angebot gestoßen, die eben nach mehr Persönlichkeit fragen und sagen, uns interessiert dein Abschluss nicht, deine Note nicht, deine Zusatzqualifikation nicht, wo mein erster Gedanke war, toll, 7 Nebenjobs später, Praktika, Volontariate, alles gemacht und jetzt interessiert sie nur meine Persönlichkeit. Das fände ich ja auch ein bisschen schade. Würdest du das so unterschreiben oder ist es immer noch so ein Zusammenspiel aus beiden? Also würdest du mir sagen, dass ich das jetzt nicht umsonst gemacht habe? Nein, hast du auf jeden Fall nicht umsonst gemacht, weil du hast ja total viel gelernt. Genau, die Erfahrung für dich gesammelt. Also egal, was das jetzt am Ende für die Firma bedeutet, aber für dich hast du total viel gelernt und aus all dem mitgenommen, nehme ich an. Und ich glaube, was wichtig ist, was manche Leute vergessen, ist, die Menschen, die jemanden einstellen, sind ja auch Menschen. Ja? Und die sind also nicht irgendwie Maschinen, die jetzt quasi eine Auswertung des Lebenslaufs machen, sondern die wollen ja auch gucken, kann ich mit dem Menschen zusammenarbeiten? Mag ich den? Ist der mir sympathisch oder die? Ne? Und das ist mir aufgefallen in allen Bewerbungsprozessen, die ich so erlebt habe, dass das eine ganz große Rolle spielt. Also das ist ein extrem wichtiger Faktor. Also man kann jetzt sagen Sympathie, aber es ist natürlich nicht nur Sympathie. Es ist auch die Frage, was für Werte hat der Mensch? Was motiviert den Menschen? Wie verhält er sich in Konfliktsituationen? Das kann man natürlich im Vorstellungsgespräch alles nicht so leicht rauskriegen, aber ich glaube, man kann schon merken, ist das jemand, der irgendwie passt oder nicht passt.
Es gibt natürlich auch total viele psychologische Auswahlverfahren, also ne, so Assessment Center und Co. und strukturierte Interviews, die einfach quasi dafür sorgen sollen, dass dieser Sympathiefaktor eigentlich ein bisschen ausgeschaltet wird und die Einstellung sehr viel objektiver abläuft. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass es immer auch darum geht, wer ist der Mensch, der hier eingestellt wird. Das ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn sich der Arbeitsmarkt ja wandelt, wie er wandelt, glaube ich, geht es einmal mehr dahin, dass der Mensch zählt, nicht nur dein Lebenslauf, was du gemacht hast, was für Noten hast, sondern wirklich der Mensch. Das war ja das, was ich eben schon so ein bisschen gesagt habe. Und das Zweite ist, dass du mehr quasi Generalistenfähigkeiten entwickelst als Spezialistenfähigkeiten. Das heißt, je breiter, finde ich, Leute aufgestellt sind, desto flexibler sind die ja auch in der Lage, verschiedene Tätigkeiten dann später, sagen wir mal, in einer Organisation, was auch immer das ist, eine Wirtschaftsorganisation oder was ganz anderes, zu übernehmen. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, dass man da nicht das Gefühl hat, ich bin profillos, weil ich so breit aufgestellt bin, sondern eigentlich sagen kann, toll, ich kann ganz viel machen, ich habe ganz viele generalistische Fähigkeiten, die eigentlich ich überall gewinnbringend einsetzen kann. Und das Allerwichtigste für mich ist dann halt immer, was möchtest du dann wirklich? Ne? Also was interessiert dich am meisten? Welche Tätigkeiten machen dir Spaß? Auch was sind deine Werte? Was sind vielleicht die Werte einer Firma? Wie passt das zusammen? Ich wünsche den Leuten, den anderen Leuten, die sich jetzt gerade damit beschäftigen, was sie quasi studieren wollen, dass sie quasi mehr auf ihr Herz oder ihr Bauchgefühl hören und danach gehen, was sie interessiert. Weil wenn man was macht, was einen interessiert, wofür man eine Leidenschaft hat, dann kann man damit auch Geld verdienen am Ende. Die Frage ist ja, was ist überhaupt eine Karriere? Muss ich jetzt Geld verdienen ganz viel? Muss ich irgendwie einen riesen Titel haben? Oder möchte ich jeden Tag irgendwie was machen können, was mir Freude bereitet? Ja? Also dieser ganze Begriff von Karriere und Arbeit, der wandelt sich ja einfach auch total. Ne? Also deswegen wäre das mein allerwichtigster Punkt auch für alle, die jetzt nach einem Job suchen, sich zu überlegen, wie soll das Arbeitsleben aussehen, was möchte ich jeden Tag machen und dann danach einen Job, eine Firma auszuwählen und eben nicht das Gefühl zu haben, ich bewerbe mich irgendwo, ich bin Bittsteller und die Firma wählt mich aus. Ja, das sehe ich heute gar nicht mehr so. Es ist so, gerade in den Literaturwissenschaften ist es eben auch hauptsächlich theoretisch und bei uns gibt es auch kein Pflichtpraktikum, ich weiß nicht, ob es das bei euch gab. Ja, zwei durften wir machen. Wo hast du die gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, warum das ging. Eigentlich muss man die in verschiedenen Bereichen machen. Also sagen wir mal, eins in der Schule, eins in der Klinik oder so. Oder eins in der Firma, eins in der Klinik. Ich habe beide in der Firma und beide in der Personalentwicklung gemacht. Okay. Aber ich habe es irgendwie, glaube ich, hingekriegt, das zu erklären, dass die komplett unterschiedlich waren. Waren sie natürlich auch inhaltlich. Haben deine Eltern studiert? Also kommst du aus einem Akademikerhaushalt? Nein. Auch nicht? Nee, die haben beide nicht studiert. Mein Vater ist Handwerker, meine Mutter hat in der Sparkasse gearbeitet, beide nicht studiert und deswegen war das dann auch teilweise deswegen ein bisschen schwieriger, weil es da eben nicht dieses akademische Umfeld gab. Aber das hat dem Ganzen, glaube ich, keinen Abbruch getan.